Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Leo Bettich, ich bin Seniorberater und regionaler Manager in der Schweiz. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nadine Kartner, ich bin Seniorberaterin und Head of Center of Expertise Consulting. Mein Name ist Olga Seewald, ich bin Expert Lead im Modul Performance and Goals bei DDS und ich heiße Sie auch herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und damit starten wir direkt in unser Webinar Quantensprung in Talent Management, wo wir den Fokus auf den SAP Talent Intelligence Hub legen. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir schauen uns an, wie die Persönlichkeit neu im Mittelpunkt stehen wird, was das gesamtheitliche Ich und der Talent Intelligence Hub ausmachen und die Konzepte, die sich SAP dabei ausgedacht hat. Wir schauen danach direkt mal ins System und erzählen Ihnen dann, was wir daraus gelernt haben und was wir für Sie empfehlen. Den Talent Intelligence Hub sehen wir als Gegenstück zum Employee Central für Talentdaten. Wie ist das zu verstehen? Im Employee Central ist es so, dass wir organisatorische Daten der Mitarbeitenden haben und die organisatorische Einordnung und Verankerung definieren. Wie ist die Person angestellt? Was sind die Beziehungen innerhalb der Organisation? Was wir aber nicht machen oder nur in kleinen Teilen bisher gemacht haben in den Talentmodulen, sind Talentdaten an den Personen zu sammeln oder zuzuordnen. Dabei ging es immer Fokus auf das Unternehmen. Was trage ich dazu bei? Bisher wurde wenig darauf geschaut, was die Persönlichkeit ausmacht. Was sind meine Interessen? Wo möchte ich hin? Was interessiert mich? Das ermöglicht jetzt der Talent Intelligence Hub mit diesem neuen Ansatz. SAP nutzt für diesen Ansatz ein neues zusätzlich dazu, um von all diesen Modulen zu präsentieren, haben wir noch das maschinelle Lernen, das es erst eigentlich ermöglicht, die Daten zwischen der Organisation und den Mitarbeitenden zu organisieren und für uns lesbar und verständlich zu machen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir hier große Datensätze haben, die jetzt auf der Person gesammelt werden oder die Person ausmachen und die Person definieren und gleichzeitig auf der organisatorischen Seite plus all die Module und HR-Prozesse, die wir haben, die ebenfalls diese Daten aggregieren. Und um daraus sinnvolle Empfehlungen zu machen, sind wir auf die KI angewiesen. Wie macht SAP das in der Umsetzung? SAP führt jetzt neue Attribute ein. Früher hatten wir das Talent Management, das hatte den Fokus auf Kompetenzen, Erwartungen, die die Firma an die Mitarbeitenden hatten. Wie lebe ich die Werte? Wie ist meine Leistung? Und es war immer in Bezug zu einer Abteilung, zum Bereich oder meiner Position innerhalb des Teams. Neu führt SAP den Begriff Attribute ein. Attribute, da denke ich zuerst an etwas an die Grammatik. Wenn man sich den englischen Sprachgebrauch anschaut, merkt man, dass dort das umgangssprachiger verwendet wird. Und Attribute können wir im Kontext von dem Talent Intelligence Hub so verstehen, dass es eben eine Eigenschaft, ein Merkmal ist, so ein charakteristischer Teil von jemandem. Oder ganz einfach gesagt, sind einfach Informationen zu Eigenschaften einer Person. Und Eigenschaft ist hier sehr allgemein auch zu verstehen. Das heißt, wir switchen eigentlich von diesem Talent Management, vom gemanagt werden, zur People Experience, nutzen dabei Attribute und der Fokus geht jetzt neu auf die Persönlichkeit über und die Interessen, die ich habe. Was kann ich, was bringe ich mit, wo kann ich es einsetzen? Und wie sich SAP diese grundlegenden Konzepte erarbeitet hat und was der Plan ist, erklärt Ihnen Nadine Kartner jetzt. Genau, schauen wir uns mal an, wie dieses gesamtheitliche Ich in einem Modell abgebildet ist. Die SAP spricht von einem Whole Self Model, was sie vorgestellt haben. Schauen wir mal auf der nächsten Seite.
Und zwar sehen wir im Fokus die Persönlichkeit, den Mitarbeiter mit seiner gesamten Persönlichkeit. Das heißt, wenn Sie den inneren Ring sich anschauen, was ich weiß, das waren bisher letztendlich so ein bisschen diese jobspezifischen Skills. Was bringe ich für Erfahrungen mit? Welche Skills habe ich? Welche Expertise bringe ich mit, um meinen Job zu machen? Das heißt, wir haben hier dieses klassische Talent Management und dieser Kreis ist jetzt erweitert. Das heißt, wir haben einen ganzheitlichen Blick auf den Mitarbeitenden mit seinen Stärken, mit seinen Arbeitsweisen, vielleicht auch Arten der Kommunikation. Und das heißt, es wird einfach erweitert, um diese gesamte Persönlichkeit darzustellen. In dem dritten Ring, die SAP nennt es Expressive Preferences, das heißt Vorlieben. Was motiviert mich? Was sind meine Ambitionen? Wie möchte ich arbeiten? Das heißt, wir haben hier wirklich eine Erweiterung von Fähigkeiten oder Arbeitsweisen, die bisher noch nicht so in den Fokus gerückt sind. Und der Mitarbeiter übernimmt selbst die Verantwortung für seine eigene Entwicklung. Das heißt, überlegt, wer bin ich heute und wo möchte ich dann entsprechend hin? Im Idealfall kann dann der Mitarbeiter sozusagen sein ganzes Selbst in den Job mit reinbringen und mit seiner Arbeit in Einklang bringen. Und so natürlich möglicherweise auch motivierter dann zu arbeiten. Das heißt, für den Mitarbeiter gibt es auf Grundlage seiner Persönlichkeit dann entsprechende Empfehlungen. Das heißt, das Unternehmen kann Entwicklungsangebote oder Engagements innerhalb des Unternehmens dem Mitarbeiter empfehlen, der Mitarbeiterin empfehlen. Und davon profitieren natürlich die Unternehmen durch eine höhere Bindung der Mitarbeiter, höhere Motivation und dass die Mitarbeiter mehr involviert sind. Das heißt, die Unternehmen bekommen auch eine ganzheitliche Sicht und ein Verständnis auch über die Skills ihrer Mitarbeiter und können so die Potenziale sehr viel besser auch gewinnbringend sozusagen in der Organisation zum Einsatz bringen. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Elemente des Talent Intelligence Hub sind, um mal zu schauen, wie dieses Self-Model, Whole Self-Model abgebildet wird. Sie sehen, es gibt drei Elemente, einmal das Growth Portfolio, die Attributes Library und die Skills Ontology. Starten wir mal mit dem Growth Portfolio, letztendlich das zentrale Element, wo der Mitarbeiter eben in einer Art Portfolio seine Persönlichkeit eben mehr oder weniger ins System bringt. Das heißt, wir haben hier eine Übersicht von Fähigkeiten, Attributen, wie es mein Kollege schon beschrieben hat. Eben basierend auf seinem Skillset kriegt er diese Übersicht und Vorschläge, um diese zu bearbeiten. Auf der anderen Seite haben wir die Attributen-Library, dazu werde ich später nochmal im Detail was sagen, und die Skill-Ontology, das ist sozusagen diese KI, das ist eine dynamische Skillsammlung, die im Hintergrund läuft, um diese möglichen Empfehlungen dem Mitarbeiter auszusprechen. Das mal als Überblick, schauen wir uns mal im Detail die einzelnen Elemente an. Also beginnen wir mit dem Growth-Portfolio. Genau, wie ich schon sagte, wir haben hier die Übersicht über alle Fähigkeiten, Attribute, die über einen Mitarbeiter gesammelt wurden, eben in der Übersicht. Es ist gruppiert nach bestimmten Typen, Attributtypen. Das heißt, wir haben hier eine gute Strukturierung auf diesem Portfolio. Und auf Grundlage des Skillsets gibt es eben diese Empfehlungen für den Mitarbeiter. Das heißt, er muss gar nicht mehr selber danach suchen und überlegen, welche Fähigkeiten habe ich, sondern ihm werden Vorschläge gemacht. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann neue Skills entdecken und sich entsprechend weiterentwickeln. Das heißt, es wird nicht nur jobspezifisch zugewiesen, sondern eben diese ganzheitliche Persönlichkeit wird in den Fokus gerückt. Ansonsten hat er die Möglichkeit, eben diese Attribute hinzuzufügen zu seinem Portfolio oder abzulehnen. Er schätzt das Level ein, also das Attributniveau, was pro Attribut definiert worden ist, und kann dadurch eben dieses Growth-Portfolio gestalten. Das ist also ein zentrales Tool, was wir hier im Talent Intelligence Hub haben. Schauen wir uns jetzt mal an, wo diese Empfehlungen herkommen. Wenn wir uns jetzt diese Skill-Ontology anschauen, dann sprechen wir erstmal von so einer dynamischen Sammlung von Skills. Und sie ist aber letztendlich mehr als eine Datenbank. Wie ist das zu verstehen? Also vielleicht kann man sich den Begriff der Ontologie etwas nähern, um es ein bisschen besser zu verstehen. Also wir haben hier keine klassische hierarchische Struktur, sondern haben es zu tun mit einem Netzwerk von Informationen,
die in logische Beziehungen gesetzt werden. Das heißt, mit dieser Ontologie kann zwischen verschiedenen Klassifikationen und Datenquellen operiert werden. Und so können Beziehungen auch ermöglicht werden zwischen Begriffen, die sich geringfügig unterscheiden. Also so erkennt zum Beispiel diese SuccessFactors-Ontologie auch, wenn bestimmte Skills wie MS Excel oder Microsoft Excel entsprechend erfasst ist, erkennt es als einen zusammenhängenden Skill und kann das entsprechend zusammenfassen. Das heißt, die SAP extrahiert, und das ist das, wie sie es aufgebaut haben, diese SF Ontology, extrahiert Skills aus globalen Datenbanken und erstellt eine eigene Basis-Skill-Ontology. Sie hat sie abgeglichen mit 100 Millionen globalen Stellenausschreibungen, also da in Beziehung gesetzt. Und sie umfasst aktuell diese Basis-Ontologie 30.000 Skills und gibt natürlich Aufschluss darüber, wie diese Skills auf dem globalen Arbeitsmarkt eben in Beziehung stehen. Das heißt, das ist das, was die SAP zur Verfügung stellt. Das sehen Sie auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite sehen Sie eben das, was die Unternehmen an Möglichkeiten haben, eigene Datenbanken mit anzuschließen. Das heißt, organisationsspezifische Skill-Datenbank oder andere Datenbanken eben mit hinzuzunehmen, um dann, und das ist das, was in der Mitte zu sehen ist, zu einer sich selbst aktualisierenden organisationsspezifischen Ontologie zusammenzubringen, die dann entsprechende Vorschläge macht. Und das basiert natürlich auf Machine Learning und Automatisierung, sodass dann entsprechende Skillsets des Mitarbeitenden ihm entsprechende Empfehlungen gegeben werden können und das Unternehmen auf der anderen Seite natürlich diesen gesamtheitlichen Blick auf die Skills, die im Unternehmen vorhanden sind, zu gewinnen. Das heißt, diese Skill Ontology arbeitet im Hintergrund, gibt diese entsprechenden Empfehlungen und diese Ontology wird natürlich zukünftig weiterentwickelt. Das heißt, es ist auch angekündigt, dass zum Beispiel auch Skills aus dieser Ontology extrahiert werden können und zukünftig in der Attributbibliothek auch zur Verfügung stehen. Das heißt, schauen wir uns mal an, wie diese Attributbibliothek aufgebaut ist. Auch hier eine Sammlung der Attribute, die natürlich für die Organisation wichtig sind, die sie sammeln möchte, die sie von ihren Mitarbeitenden erwartet. Wir haben auch hier nicht mehr diese hierarchische Struktur, sondern eine ganz neue Art der Organisation über Tags. Das heißt, sie ist über Tags organisiert. Das heißt, die Skills werden dort in Beziehung gesetzt. Die Attributtypen hatte ich schon angesprochen, also die Struktur, die man auf dem Portfolio sehen kann. Hier in der Bibliothek wird das eben über diese Tags organisiert. Das heißt, aktuell haben wir verschiedene Attributtypen wie Kompetenzen, Skills, aber auch kundenspezifische Attributtypen. Und zukünftig soll es weitere geben, wie beispielsweise Zertifikate, Ausbildung, Ambitionen und alles, was man sich noch so vorstellen kann. Das heißt, es ist auch weiterhin im Aufbau. Also das heißt, wir hatten hier das dritte Element. Jetzt schauen wir uns mal die Gesamtsicht an, wie der Talent Intelligence Hub auch mit dem Opportunity Marketplace zusammengeführt wird. Wir haben Ihnen ja im letzten Webinar den Opportunity Marketplace vorgestellt, also ein Tool, ein Marktplatz für die Mitarbeitenden, eben an verschiedene Angebote aus den verschiedenen SuccessFactors-Modulen zu kommen, aus dem Mentoring, aus dem Learning, aus verschiedenen anderen Modulen. Das heißt, wir haben jetzt mit dem Talent Intelligence Hub dieses ganzheitliche Modell. Sie sehen oben nochmal diese gesamtheitliche Persönlichkeit mit den Ressourcen, Stärken und Stile und die persönlichen Vorlieben. Und es ist natürlich das Ziel, oder hier haben wir ja eben diesen Shift hin zu dem mitarbeiterzentrierten Skill erfassen und nicht des Talent Managements. Das heißt, letztendlich ist das Ziel natürlich, eine zukunftsfähige Mitarbeitendenschaft aufzubauen, also eine future-ready Workforce zu bilden hin zu einer skillbasierten Organisation. Das heißt, die Mitarbeitenden qualifizieren sich selbst, haben die Möglichkeiten, Empfehlungen zu bekommen, Skills
Skills weiter auszubauen. Das entspricht auch der Agilität der Mitarbeitenden, aber auch der Jobs, die sie machen. Und es führt letztendlich dazu, oder das ist der Wunsch natürlich, da eine diversere und inklusivere Kultur zu bilden, wo wirklich alle Fähigkeiten und Skills zum Tragen kommen. Und möglicherweise auch Skills und Fähigkeiten entdeckt werden können, die momentan oder bisher noch nicht wirklich gesehen worden sind und die jetzt zum Einsatz gebracht werden können. So, und jetzt haben wir viel Theorie gehört. Wir wollen uns jetzt natürlich mal im System anschauen, wie es aussieht. Und deswegen übergebe ich an meine Kollegin Frau Geisel-Ewald. Vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, Lea, für diese thematische Einführung. Ja. Jetzt möchte ich anhand eines konkreten Szenarios die Funktion des Talent Intelligence Hub im System Ihnen zeigen. Und ich werde das anhand von der Mitarbeiterin, mit Hilfe der Mitarbeiterin Vanessa Wagner illustrieren. Versetzen wir uns in die folgende Situation. Vanessa Wagner ist seit vielen Jahren in ihrer Position sehr erfolgreich. Entwickelt sich auch weiter und seit einiger Zeit interessiert sie sich vor allem um die agilen Arbeitsmethoden. Sie hat bereits einige Erfahrungen gesammelt und darüber hinaus hat sie auf die Privatinitiative sich fortbilden lassen in diesem Gebiet. Sie hat Zertifikate erworben, sie hat Kompetenzen vertieft, Wissen vertieft im agilen Projektmanagement. Und das Problem ist aber, dass Vanessa, dass dem Unternehmen dieses Wissen, was Vanessa erworben hat, nicht bekannt ist. Obwohl es für das Unternehmen natürlich von einer Wichtigkeit wäre, es wäre eine wertvolle interne Ressource. Und hier kommt das Talent Intelligence Hub ins Spiel. Wir schauen uns das Ganze am Beispiel von dem Wachstumsportfolio von Vanessa an. Hier sehen Sie diese unterschiedlichen Attributentypen wie Kompetenzen, Sprachen und Skills. Wobei Sprachen ist hier ein kundenspezifischer Typ der Attributen. Was Sie hier nicht sehen, bedauerlicherweise, ist die Ontologie. Sie werden die Anbindung der Ontologie in unserem DM-System kann ich Ihnen leider nicht zeigen. Aber Sie sehen hier bereits bei dem Kompetenzentyp einige Kompetenzen, die bereits da sind, die bereits auch bewertet sind. Wobei es hierbei nicht um eine Bewertung im klassischen Sinne des Performance-Review-Prozesses handelt, sondern um die Einstufung, um die Ausprägung oder Kompetenzniveau. Und wir sehen hier bereits Kompetenzen in Bezug auf das agile Arbeiten, Arbeitsmethoden, Adapting Change, agile Denkweise. Da Vanessa sich fortgebildet hat, würde sie auch diese Ausprägung hier auf jeden Fall erhöhen, den Expertenlevel und speichern. Und generell würde sie diese Kompetenzen für ihre Entwicklung jetzt priorisieren und sie also mit Hilfe von diesem Icon zur Vorliebe machen. Auch eine weitere Kompetenz möchte sie noch hinzufügen, nämlich das agile Prozessmanagement. Nochmal suchen. Ja. Und auch da würde sie gerne gleich den Leben anpassen. Darüber hinaus hat Vanessa in der Vergangenheit französischen Frischungskurs gemacht und auch ihre Kenntnisse möchte sie dem Unternehmen auf dem letzten Niveau präsentieren. Und hier kann sie speichern. Wir sehen auch weitere Skills, die im System sind. Und auf diese Art und Weise kann
der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ihre persönlichen Eigenschaften mit dem Unternehmen teilen. Das ist die Sicht des Mitarbeitenden. Vanessa als Führungskraft hat natürlich auch die Möglichkeit, auf ihr Team zu schauen. Das würde sie dann über die Homepage machen und dann zu dem einzelnen Mitarbeiter gehen, nehmen jetzt ein Beispiel von Ralf Brunner. Und dann kann sie auch das Label der Kompetenz anpassen. Wir können bei der einzelnen Kompetenz darüber hinaus auch die Entwicklung oder beziehungsweise die Quelle der Anpassung oder der Bewertung sehen. Hier zum Beispiel wird die gleiche Kompetenz auch in den Performance Review Prozess angezeigt und wurde da bereits auch bewertet. So, das war jetzt der Einblick aus der User-Perspektive. Und als nächstes möchte ich Ihnen aus der Administratorenperspektive die Attributenlayer zeigen. Sie sehen hier in der ersten Zeile oben die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Register. Wir haben hier alle Attributen. Die unterscheiden sich hier nach Attributentypen wie Kompetenzen, Skills und Sprachen. Das finden wir auch hier. Hier können noch weitere kundenspezifische Attributentypen hinzugefügt werden. Wir sehen das hier am Beispiel der Sprachen. Und das, was bereits erklärt wurde, der Aufbau von dieser Attributenbibliothek ist nicht mehr hierarchisch, wie wir das in unseren Performance-Prozessen kennen, mit der Kompetenz-Library, dann Kompetenzkategorien, dann einzelnen Kompetenzen und Behaviors, sondern der Aufbau ist jetzt themenspezifisch und das erfolgt dann mit Hilfe von den einzelnen Tags. So können wir zum Beispiel bei den Projektmanagement-Kompetenzen, all die Kompetenzen zusammenfassen, die dazugehören. Oder bei den persönlichen Kompetenzen können mehrere Kompetenzen hinzugenommen werden. Die Kompetenzen, wie Sie gesehen haben, werden bewertet bzw. mit einem bestimmten Ausprägungslevel versehen. Und das geschieht hier anhand von diesen Bewertungsskalen. Ich möchte Ihnen das am Beispiel von der Bewertungsskala für die Sprachen illustrieren, wie eine Skala fast für jede Kompetenz im Grunde definiert werden kann. Wir sehen hier unterschiedliche Niveaus. Diese Niveaus können hier auch beschrieben werden. Ja, auf diese Weise rückt der Mitarbeiter immer mehr in Fokus. Und kann seine Persönlichkeit dem Unternehmen mitteilen, sie auch abbilden mit Hilfe des Wachstumsportfolios. Und wie wir sehen, es geht nicht mehr darum, den Mitarbeitenden nur durch die Brille jobspezifischen Kompetenzen zu sehen, sondern das Wachstumsportfolio stellt die Möglichkeit der holistischen Betrachtung und Entwicklung der Mitarbeiterpersönlichkeit ins Zentrum. Welche Erfahrungen wir gesammelt haben bei der Implementierung beim Upgrade von Talent Intelligence Hub und welche Punkte Sie sowohl fachlich als auch technisch dabei bedenken sollten, wenn Sie bei sich im System zum Talent Intelligence Hub upgraden werden. Dazu wird mein Kollege Leo Bethichen mehr Informationen geben und ich übergebe gleich an den Ball. Schauen wir uns den Weg zum Talent Intelligence Hub ein bisschen genauer an. Was haben wir gelernt und was empfehlen wir? Dazu starten wir am besten beim Ausgangspunkt und schauen uns auch die Historie der Kompetenzen an und wie sie zu Attributen in SAP SuccessFactors wurden.
Das Slide richtet sich primär an die SuccessFactors-Expertinnen und Experten unter Ihnen, die das System auch im Detail kennen. Und denen werden die Begriffe auch wieder bekannt vorkommen. Wir haben als ursprüngliches Funktion die Kompetenzbibliothek, die Sie ganz unten links sehen, das dann später über den Job-Profile-Builder auch in die Fähigkeiten-Bibliothek aktualisiert werden konnte. Erst bei der nächsten Vorschau, die uns SAP seit letztem Jahr ermöglicht, als das die Fähigkeitsbibliothek mit den Kompetenzniveaus zur Verfügung stand, wurde erstmalig auch für die User-Seite eine visuelle Lesemöglichkeit für Kompetenzen ermöglicht. Vorher waren Kompetenzen in der Bibliothek angelegt und wurden dann für die verschiedenen Module abgegriffen und innerhalb der verschiedenen Module bearbeitet. Im Fähigkeitenportfolio wurde erstmal aus verschiedenen Quellen Kompetenzbeurteilungen, Einschätzungen dargestellt, gesammelt an einem Ort. Das war die Vorausschau von SAP, um uns neugierig zu machen, wie jetzt schlussendlich jetzt der Talent Intelligence Hub aussieht mit dem Wachstumsportfolio und der Attributbibliothek im Hintergrund. Die Bibliothek hat verschiedene Datengrundlagen und muss daher verschiedene Migrationen durchlaufen. SAP hat es aber ermöglicht, von jedem Ausgangspunkt diese Migration in den Talent Intelligence Hub zu machen. Das heißt, was bei Ihnen im System noch die Kompetenzbibliothek in der Ursprungsform aktiviert ist, kann von dort direkt auf den Talent Intelligence Hub aktualisiert werden. Um die Aktualisierung dann auch durchzuführen, müssen Sie vorab mit dem Check-Tool prüfen, wie die Datenqualität und die Systembereitschaft in Ihrem System ist. Der Upgrade erfordert das hart, dass alle Checks positiv verlaufen und je nachdem, wie viele Kompetenzen Sie im System haben, welche Upgrades Sie bisher gemacht haben, wie durchgängig Sie gearbeitet haben, tauchen da mehr oder weniger Fehler auf. Sie sehen hier bei uns, gab es einige Fehler im System. Und einige lassen sich dann per Knopfdruck relativ schnell beheben durch Systemlösungen. Bei anderen muss man dann auch in die Kompetenzbibliothek einsteigen, inhaltliche Korrektur vornehmen oder auch ins Provisioning Backend, wo die SAP, das SAP Backend sozusagen, um Anpassungen, Ergänzungen vorzunehmen, sodass dann am Schluss alle Checks positiv verlaufen. Sind diese mal positiv, können Sie ein Upgrade durchführen und sollten dann als Resultat die Bestätigung des Upgrade-Jobs haben. Damit haben Sie technisch alle Voraussetzungen erfüllt, um den Talent Intelligence Hub zu nutzen. Neben dieser technischen Voraussetzung haben wir aber auch technisch-fachliche und fachliche Voraussetzungen, die beachtet werden müssen, damit der Talent Intelligence Hub dann auch wirklich ausgerollt und genutzt und gelebt werden kann. Zu den technisch-fachlichen Rahmenbedingungen gehört einerseits die Einschätzungsskala. Bisher war es in den Performance-Management-Prozessen immer so, dass eine Beurteilung, eine Einschätzung immer relativ zur Position, zur Rolle vorgenommen wurde. Begriffe wie erfüllt Erwartungen, übererfüllt Erwartungen waren Ankerpunkte auf der Skala. Das heißt, zwei Personen in unterschiedlichen Bereichen, auf unterschiedlichen Stufen, hatten beide erfüllt ihre Erwartungen für die Kompetenzkommunikation. Das muss aber für jemanden im Backoffice und jemanden im Sales aber was ganz anderes bedeuten oder kann was ganz anderes bedeuten. Daher, damit wir jetzt von der Workforce auch die Skills, die Attribute, das Können, die Eigenschaften wirklich erheben können, müssen wir auf eine absolute Beurteilungsskala wechseln, wo wir mit Attributniveaus oder Kompetenzniveaus arbeiten. Das heißt, wir beurteilen, welche Ausprägung eine Person hat, nicht mehr, ob eine Person eine Erwartung erfüllt. Das heißt, das können wir differenzieren, eben für jemanden, der vielleicht im Bürobereich arbeitet, eine Kommunikation Niveaustufe 2 erforderlich ist, um intern klar und verständlich zu kommunizieren, während eine Salesperson vielleicht dann ein Niveau 3 oder 4 erfordert, um Kunden komplexe Lösungen erklären zu können und auf diese eingehen, in E-Mail-Kommunikationen dann auch
nachhalten zu können und Sachverhalte strukturiert zu erklären. Neben dieser einen technisch-fachlichen Rahmenbedingung gibt es noch eine zweite, die viel Mehrwert schaffen kann. Das ist die Jobrollenarchitektur. Wir haben jetzt einerseits die Persönlichkeit angeschaut und gesehen und gehört, dass es darum geht, mal die Attribute der Person zu erfassen. Andererseits gibt es immer noch Erwartungsattribute des Unternehmens oder eben der Rollen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Jobattribute, wir haben Personenattribute, um die zusammenzubringen, haben wir dann die künstliche Intelligenz, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen für Empfehlungen, für Weiterbildungen. Und damit eben die Daten auf der Person auch eine gewisse Struktur bekommen, ist eine Jobarchitektur mit diesem Jobcode, Job Classification, wie es in SAP SuccessFactors genannt wird und wieder von gewissen Experten sicher erkannt wird, was die Begrifflichkeit bedeutet, ist das so wichtig, dass wir da Ankerpunkte setzen können. Das heißt, es ist nicht erforderlich, aber es schafft einen großen Mehrwert, wenn wir da eine Jobrollenstruktur reinbringen und diesen Job Profile Builder im SuccessFactors auch nutzen, um diese Jobattribute dann für die Organisation festzulegen. Die technisch-fachlichen Komponenten sind die eine Seite und dann gibt es eben eher so die fachliche Seite oder wo wir auch sehen, wo es ein Shift braucht und wo dieser Quantensprung stattfindet, ist, dass wir jetzt eben von der People Development Experience sprechen und dies einen kulturellen Wandel bedeutet. Und zwar im HR wie auch in der Führung. Bisher war es so, wir haben von Talentidentifizierung gesprochen, von Verwalten, von Talentpools bilden, gewisse Gruppen weiterarbeiten. Und neu müssen wir uns umdenken und in eine Wachstumsmentalität kommen. Wer kann was? Wo brauchen wir Skills in der Zukunft? Wo können wir wachsen? Wo können wir uns als gesamte Organisation oder auf dem einzelnen Individuum ideal entwickeln? Was bringt jeder mit? Was können wir daraus gestalten? Zweiter Punkt ist das Arbeiten in Prozessen, in Prozessownern und in Silos. Sicher im einen oder anderen Unternehmen bei Ihnen sicher auch bekannt. Sie haben Spezialisten für die verschiedenen HR-Prozesse im Recruiting, dann wieder im Talentmanagement, Organisationsentwicklung, Performance Management. Und es geht darum, dass man diese Experten mehr und mehr zusammenbringen muss, um gesamtheitliche Prozesse zu bilden und eben auch gesamtheitliches Angebot innerhalb der Firma. Es geht nicht nur mehr darum, dass ich einzelne Erlebnisse baue oder einzelne Bedürfnisse und Prozesse abbilde, sondern dass ich den Mitarbeitern einen Pool an Möglichkeiten schaffen kann und eine Erfahrung bewerkstellige. Das haben wir gesehen mit dem Opportunity Marketplace in unserem letzten Webinar, das heißt in unterschiedlichen Modulen und sozusagen unterschiedlichen HR-Prozessen die Angebote zusammenbringt und die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigt. Das schaffen wir dann auch nur, wenn wir diese Experten und die HR-Prozesse noch stärker zusammenbringen und zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Am Schluss sicher eine Sache, die Sie auch kennen und sicher auch eine große Hürde sein wird, ist, dass die Manager loslassen müssen. Manager entscheiden heute. Sie entscheiden für das Team, für die Rolle, für die Person. Sie schauen darauf, dass sie innerhalb des Teams die Fähigkeiten zusammenbringen und die Performance treiben. Es wird aber immer wichtiger, dass die Mitarbeiter mitentscheiden können, sich einbringen, sich für andere Stellen vielleicht im Unternehmen auch einbringen und das dort vorantreiben und so die Firma wachsen kann. Das bedeutet eben loslassen können, Mitarbeitende zu ermächtigen, zu empowern, sich auch weiterzuentwickeln, sich einzubringen und eben ihre Persönlichkeit gesamthaft ins Unternehmen einzubringen, was dann auch einen Mehrwert für die Firma schafft. Plus bleibt uns nur zu fragen, machen auch Sie sich auf dem Weg zur People Development Experience mit dem größten Talent Management Release von der SAP? Wenn ja, dann unterstützen wir Sie gerne natürlich fachlich und technisch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie sich für das Webinar interessiert haben.
Und wenn Sie weitere Fragen haben, treten Sie gerne in Kontakt mit uns.